War of the Chosen in der 84. Folge und wir haben die Möglichkeit, die Schattenkammer auszubauen. So habe ich es zumindest verstanden. Wir gucken mal, ob das auch so ist. Und tatsächlich, ich kann jetzt ein psionisches Tor mittels 200 Vorräten. Schattenkammer verbessert. So. Und nu? Betriebliche Kosten 50. Habe ich jetzt gemacht und nu? Es passiert irgendwas. Nee. Passiert nichts. Dieses ungewöhnliche Artefakt könnte entscheidend für die Aufdeckung der wahren Pläne der Aliens für die Erde sein, Commander. Ich beglückwünsche Sie zu dieser Leistung. Sie wurden mehrfach gewarnt, die Artefakte der Ältesten in Frieden zu lassen. Und erneut haben sie ihre wertvollsten Schöpfungen geplündert. Sie werden für diese Respektlosigkeit bezahlen. Ach, das ist ein Schwätzer. Moment mal jetzt, ich habe das mit der Schattenkammer gemacht, okay. Und dann soll ich noch das psionische Tor-Schattenprojekt abschließen. Ach so, ja, wie mache ich das? Ist das eine Wissenschaft oder also eine Forschung oder? Immer noch an der aktuellen Forschung, Commander. Nee. Ich bin mit den bisherigen Forschungsfortschritten zufrieden. Aber es gibt noch viel über die Pläne der Aliens zu lernen. Hallo, Commander. Nö. Ja, keine Ahnung. Was willst du denn von mir? Da die Schattenkammer nun fertiggestellt ist, sollten wir die von uns geborgenen Alien-Artefakte und Daten gründlicher analysieren können. Ach so, nee, das ist das Archiv. Ja. Schön. Warum blinkt denn das so? Okay, nee, das ist es nicht. Ah, jetzt hat er. Piole aus der Geheimeinrichtung. Ach komm, da habe ich ja einiges nicht gemacht bis jetzt. Ach so, hahaha, okay. 6 Tage. Ne, das machen wir jetzt noch fertig und dann geht's los. Aber wo kriege ich die Kristalle her? Hat auch noch eine Frage. 21 Info ist jetzt auch nicht wirklich viel. Was habe ich denn da? Schwere Waffe. Da habe ich Bock drauf. Richtig schöne schwere Waffe. Ja, das ist mir wurscht. Es liegen noch weitaus größere Herausforderungen vor Ihnen. Avatar-Projekt ist eigentlich ein. Wenn wir den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt verlangsamen wollen, sollten wir eine ihrer Einrichtungen angreifen. Unsere gemeinsame Aktion ist abgeschlossen. Cool. Wir sind etwas näher an den. An den Hexenmeister rangekommen und haben dazu auch noch jemanden befördern können. Der Widerstand erfährt erneut viel über diese Auserwählten, die uns verfolgen. Langsam aber sicher lernen wir, ihren Worten zu vertrauen. Ah, es gibt neuen Platz für Fraktionsbefehle, okay. Tiefgehende Studien, okay, das ist schön. Meine Anhänger und ihre Leute werden immer besser. Der Widerstand kann jetzt mehr Verantwortung übernehmen, falls nötig. Mhm. Unser Einfluss auf die Widerstandsfraktionen hat sie dazu bewegt, uns ein paar neue Informationen zu den Außerwelten zu geben. Ja, wir machen gleich mal die nächste. Und warum? Warum denn nicht? Durch ihre Soldaten zu schätzen wissen. Achso, negative Eigenschaften entfernt. Das heißt, ich könnte doch den nächsten in die
in die Klapse schicken. Jawohl. Also mit der Waffenkammer? Achso, wegen der Beförderung. Wo ist er? Da. Ja, du kriegst jetzt so ein billiges Ding. Na, du wirst ja eh nie zu den Großen hinzustoßen, sag ich jetzt mal. Das ist eher unwahrscheinlich. Dafür bist du ein bisschen zu spät dran. Wieso ist denn das hier? Achso, das haben wir. Okay. Ja, komm. Der Zug ist abgefahren. Seien wir ehrlich. Was wollen sie ständig? Und Sektopod, ja. Hohe Konzentration robotischen Gegnern. Mhm. Auf Sektor 2, Australien. Sehr schwer. Sehr schwer. Und das habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Habe ich das überhaupt schon mal gehabt? Ich bin nicht ganz sicher. Oh, sehr schwer, da habe ich keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Aber meine besten Leute, ich habe keinen einzigen Nicht-Kernel am Start. Ich habe dabei den Templar, ich habe dabei meinen Scorch, ich habe dabei meine Shakes, mein Two-Tap. Geil habe ich dabei, ohne Geil geht sowieso nichts. Und Junkyard, das ist natürlich schon die Creme de la Creme. Umso schlimmer natürlich, wenn einer sterben würde, ne? Das muss man auch dazu sagen. So, ihn hier werde ich jetzt ausstatten mit den besten Waffen, die man bekommen kann. Hier, Suchgeschosse. Nee. Ah doch, warte mal. Ja, aber du kriegst einen Spinnanzug aufs Auge gedrückt. Ach, da ist nur ein Platz frei! Schweine. Aber das macht nichts. Den Dinge, den er braucht, hat er ja. Kann ich dir... Ne, hab ich das brauche ich nicht. Mm-mm. So. Du. Nee. Du brauchst auf jeden Fall mehr Schuss. Ja. Das ist okay. Moment mal. Der Warnzug, der bleibt. Genau, das passt soweit, ja. Weiter zum nächsten. Also euch zwei habe ich. Dann Geil. Geil hat natürlich ihre... ich guck grad... Ich hätte gerne... Wo ist denn der Geistanzug? Ich glaube, ich gebe ihr den Spinnenanzug und hier kriegt sie den... Wo zum Geier ist der Geistanzug? Wieso kann die jetzt den Geistanzug nicht anziehen? Ach, den hat sie schon angehabt, oder was? Höllengewebe. Ist okay. Und den hier kriegst du auch noch aufs Auge gedrückt. Was hat die denn jetzt? 14 plus 9. Auch nicht schlecht. 23 Gesundheit. Damit kann man was anfangen. So, der Templer. Ja, da kann man eigentlich nicht viel machen. Das ist okay. Der hat auch, was er kriegen soll. Und sie hier. Ich glaube, da kann man auch nicht so... Das kann man bei ihr mal machen, ja, warum nicht? Wachanzug ist okay. Was soll mir der noch geben? Weiß nicht, vielleicht. Ich meine, ich habe ja einen, der heilen kann dabei. Das muss ja eigentlich reichen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ich bin bereit für den sehr schweren Einsatz. Ich glaube es zumindest. Drückt mir die Daumen, meine Lieben. Drückt mir die Daumen.
Ranger eingesetzt. Man ist bereit für Einsatz. Der Widerstand hat einen Advent-Truppentransporter überfallen, der das Gebiet hier durchquert. Und wir können die Güter bergen. Der Transporter sitzt noch fest, doch wir müssen mit feindlichem Widerstand vor Ort rechnen. Sichern Sie das Gebiet und bergen Sie so viel Sie können. Menace 1-5, der Advent-Truppentransporter ist in der Nähe. Angreifen und alle Feinde neutralisieren. Wir haben unsere ersten Scans bestätigt, Commander. Achten Sie auf Roboterfeinde in der Nähe dieser Position. Eine gute Entscheidung. Hätte ich vielleicht einen zweiten Spezialisten mitnehmen sollen, ne? Ach ja. Man ist immer schlauer, wenn man, man schaut immer nur, dass man die besten Leute mitnimmt, aber man sollte vielleicht einfach auch mal... Vielleicht auch mal einmal wenigstens gucken, dass man die richtigen Leute mitnimmt. Naja. Trotz allem bin ich mir sicher, sogar zu 100% sicher, dass ich diese Mission schaffen werde. Ja, ist fast schon ein bisschen langweilig, gell? Diese Sicherheit, die ich an den Tag lege, das sagt ja auch nur aus, dass hier so ein bisschen vielleicht die Spannung fehlt. Aber was soll ich machen? Tab, der muss hoch, auf jeden Fall. Okay. Ich nehme mal stark an, dass ich von dem Hexenmeister, wenn ich den besiege, entweder irgendwas bekomme, was der Templar besonders gut gebrauchen kann. Oder, was auch möglich wäre, etwas, was Psioniker gut gebrauchen können. Wobei mir das natürlich nichts bringt oder nicht viel bringt, weil ich ja keinen Psioniker bei mir in meinen Reihen quasi habe, aber das wäre so etwas, was man sich gut vorstellen könnte. So, ich würde gerne jemanden mir zu untertan machen. Umprogrammierung aktiviert. %73 sollte ihn hauen. Diese Animation, das dauert auch immer echt lang. Sie können uns sehen. Die Frage ist, geil, kommt da nicht ran, aber der Einzige, der jetzt hier was machen kann, ist eigentlich der Ballerfritze. Serie lohnt sich nicht, schaffe ich eh nicht. Denke ich. Diese Rüstung ist stark. Nutze den Kletterhaken. Kletterhaken ist genial. Echt, du kannst von da aus nicht ballern? Das ist ja... Das ist ja scheiße. Echt Dingens gemacht. Das sind eigentlich die Besten am Start hier. Ich sehe das schon. So ein zweiter Scharfschütze wäre natürlich jetzt geil gewesen. Okay, mal gucken. Mit 62%. Mhm. Gut, die können wir ranziehen, dabei stirbt er trotzdem nicht, aber... Schade, die letzten zwei Punkte hätten mir noch gefehlt. Mein Angriff schnellt hervor. Jetzt ist ein Fokus.
Oder? Ja. Ja, will ich. Und Fähigkeitsdingens bekommen. Und nochmal eine Salve hinterher. So viel zum Thema sehr schwer, gell? Also meine Leute, die hauen natürlich wieder eins auf die Kacke. Und die Angela Cox, die ist auch am Start. Unterstützt mich, wo sie nur kann. Also nicht, dass die bis jetzt jemals dabei gewesen wäre, aber das ist einer von diesen Widerstandskämpfern, der immer mitkommt. So, geil. Was kannst du tun? Bin unterwegs. Okay, wenn sie den erwischt, ist der platt. Wow. Wow, und nochmal. Okay, immerhin, aber immerhin. Sie haben mich flankiert. Auf ihre Bewegungen achten. Ja, ist das eklig. Das ist wirklich eklig. Ah, rübergehen. Aufsammeln und killen. Jawohl. Was gibt's da Schönes? Ein Elidium-Kern und Alien-Datenspeicher. Das ist ja wirklich nett. Oh, der Sektopode. Oh. Ja, auch so ein Viech mal zum Hacken. Ich glaube, das Übernahmeprotokoll ist noch nicht so weit. Von der Rüstung abgeprallt. Mal den Codex mal. Genau, machen wir den Codex mal kaputt, dass wir den mal los sind. Falls ich den überhaupt treffe, das ist ja noch gar nicht gesagt. 36% können hinhauen. Gerade so. Der gibt Vollgas. Ich weiß gar nicht, was das heißt, Vollgas. Aber wahrscheinlich habe ich noch eine Bonusaktion bekommen. Der mal schön Vollgas. So, der Storm. Der Storm kann gar nichts machen. Das ist natürlich schade. Wen kann ich verstärken? Nur dich. Das ist ja... Das ist alles ein bisschen... das ist ein bisschen wenig hier. Ihr müsst unbedingt weg. Endlich. Nachgeladen. Bin unterwegs. Hm.
Okay, der schwere Mech. Mal schauen, ob der so weit schießen kann. Nicht ganz, aber das ist auch nicht schlimm. Der muss auch gar nicht so weit schießen. Ich hoffe nur, es reicht, um den hier niederzustrecken. Strecke ihn nieder mit deines Vaters Schwert! Nein, hat nicht gereicht! Wie scheiße ist das eigentlich hier? Kostenlos nachladen. Dann könnte ich ja eine Blasterbombe schießen. Blaster auf den Master. Oh, die kriegen alle was ab, das ist schön. Diese Anzüge. Den müsste ich eben anziehen. Das ist Wahnsinn, das Ding. Hat man hier schon die Rüstung zerschreddert von dem? Oh. Das war mir jetzt nicht klar, um ehrlich zu sein. Hallo? Unantastbar. Geil ist quasi unbesiegbar. Ich glaube, Geil alleine könnte hier die gesamte Ding auseinandernehmen. Die ganze Mission, quasi retten. Oh, wer ist noch unantastbar? Naja, gut. Jetzt hat er den schweren Mech. Wir könnten hier mal so eine Sensenmann-Geschichte machen. Das war doch klar, oder? Dann hier weitermachen. One tap, two tap. Was? Der kann laufen und dann schießen? Seit wann das denn? Da würde ich mir auch wünschen, dass die Scharfschützen irgendwie mal so ein... Holen wir sie uns. Was? Der kann nochmal schießen? Was ist denn mit dem los? Stimmt, was stimmt, was stimmt hier nicht? Ja, das war's dann. Aber da würde ich mir trotzdem wünschen, dass der mal ein bisschen mehr Schaden macht. Weil immerhin ist es ja ein Scharfschütze, ja. Da müssten wir ja eigentlich One-Hits machen können. So, jetzt mal ernsthaft. Das war sehr schwer. Nee. Ob die Ältesten das wohl mögen werden? Das soll sehr schwer gewesen sein. Ich bitte euch. Ließen verlauten, dass das heutige Manöver der Friedenshüter eine planmäßige Übung war. Für unsere Bürger besteht kein Grund zur Besorgnis. Alle Schüsse und Wunden waren nur zu Trainingszwecken simuliert. Geil hat am meisten Schaden, das war klar. Vielleicht können wir das noch ein bisschen... Ah ja. Dass unsere Kooperation mit den Widerstandsfraktionen so gut läuft, Commander. Ihre Soldaten scheinen hier eine große Hilfe zu sein. Alle leicht verwundet. Nee, also wirklich, wirklich ein tolles Ding. Dann haben wir hier Elyriumkerne und Codex und bla. Eine Kameradschaft ist verfügbar. Ausgerechnet mit Shakes. Shakes hat doch schon mal mit jemandem irgendwie Freundschaft. 31 kombinierte Einsätze, okay. 31? Das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein, oder? 31?
gucke mal, das habe ich ganz vergessen. Scharmützle. Schaust du auf 5%, von 5% auf eine freie Version, sagt er erstmal. Aha. Das habe ich ganz vergessen hier. Okay, da kann man Leute ausbilden, das brauche ich eigentlich nicht. Immer noch keine Verbesserung möglich. Ja, das ist... Es ist ein bisschen traurig. Na gut, wir machen die Folge mal zu Ende. Sonst kommen wir hier niemals zum Schluss. Und alles Weitere in der nächsten. Macht's gut. Ciao.